Hallo, mein Name ist Alexander Pescador und ich freue mich, Sie auf eine Reise ins schwäbische Spätmittelalter entführen zu dürfen. Genauer gesagt ins Jahr 1349, als die Pest in Europa wütet und der Sensenmann höchstpersönlich die Seuche auch nach Württemberg bringen möchte. An der Grenze zur damaligen Grafschaft ist er dann nicht nur mit dem mittelhochschwäbischen Dialekt, sondern auch mit bürokratischen Problemen konfrontiert, die Ihnen womöglich nur allzu bekannt vorkommen werden. Ich wünsche Ihnen anregende Unterhaltung und vor allem ganz viel Spaß mit Märtyrer der Strebsamkeit.